Speichern gehen wir noch nicht, sonst ist wieder hell. Also schlafen, meine ich. Natürlich. Kann man dich kaufen? Komm, ich habe ein Zimmer. Ich habe ein Zimmer. Hey! Ach Mann. Ja, ja. Sind halt zu dieser Zeit noch nicht alle willig gewesen. Da kommen wir erst gar nicht rein. Alles klar. Wenn es denn überhaupt eine käufliche war. Aber sieht sowieso nicht so schön aus. Trinken wir noch einen Schluck. Geld auf den Kopf hauen, was wir schon mal haben. Ja, die Zahl klingt sowieso viel besser, 35. Na komm, schenk ein. Alles klar. Na komm, einer geht noch. Einer geht noch. Ah, mein Kumpel, weil du es bist. Einer geht noch. Komm, gib noch einen. So, jetzt ist auch wirklich Schluss. Jetzt sind wir wieder pleite. Gut. Oh. Sind wir betrunken? Ah, nee, nicht unbedingt. Hätten wir noch ein paar mehr trinken müssen, aber... Drei reichen. Alle guten Dinge sind drei. So, jetzt hat natürlich hier auch nichts offen in der Nacht. Schade. Da ist ein Kino. Gehen wir doch mal ins Kino gucken, was da so abgeht. Oder? Ne, gehen wir nicht. Wir haben da noch genug Zeit für. Wir gucken jetzt mal, was hier ist. Mit der Frau reden. Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took him. Can't the police force help you? No. They can't even help themselves. Oh, schnell einen Schluck trinken. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Suche den Jungen am Hanging Rock. Gut. Komm, mein Gaul. Oh. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Dort oben. Alles klar. Gut. Gucken wir noch mal, was mit dem Jungen passiert ist. Ob wir diesen noch retten können. Wobei ich mich gerade frage, wie ein Junge mitten in der Nacht entführt werden kann. Ja gut. Wieso stelle ich mir diese Frage? Keine Ahnung. Es sind wilde Zeiten. The Hanging Rock, da sind wir doch schon. Da sind wir doch schon. Ach, da waren wir doch aber auch schon mal. Und das sowieso nicht da unten in dieser Schlucht. Das war ja gerade die Schlucht, wo wir die Pferde reingetrieben haben. Dann müssen wir mal da zurück. Und da mal links hochgehen. Ich will aber ein weißes Pferd und kein gelbes. Vielleicht kommt es ja noch. Da. Schneller! Ziel! Jetzt. Oh. Das sieht nicht gut aus irgendwie.
Gut. Dann wissen wir Bescheid. Der Junge ist tot. Leider Gottes. Was rennt denn da eigentlich rum? Wie wollte man das automatische Schießen ausschalten? Das sage ich jetzt schon seit Folge 1, glaube ich. Aber wir lassen es mal noch drin. Mal gucken, was uns jetzt also so erwartet. Weil teilweise, wenn dann doch 4, 5 Leute auf dich zuballern, dann ist es gar nicht mal so schwer. Gar nicht mal so einfach. Vor allem, wenn es Nacht ist, wenn man wenig sieht. Man sieht wenig. Das macht eben die ganze Sache noch viel, viel schwerer. Auf jeden Fall. Und da sind wir auch schon wieder an Armadillo. Jetzt könnten wir aber eigentlich mal schlafen gehen. Oder wollen wir noch schnell ins Kino gehen? Ach komm, wir gehen ins Kino. Es hat gar nicht mehr offen, das Kino irgendwie, glaube ich. Nee, 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 du haust mich nicht ab. Wir binden die schön an und gehen mal eine Runde schlafen. Und gucken dann weiter, was so noch zu machen gibt. Kommt Weg hier. Ich habe hier ein Zimmer gemietet. Ich habe Vortritt, immer. Und go rein. Unser Bett. Und das Spiel speichern. Von Frauen und Hornvieh überspeichern, natürlich, klar. Dunkles Zimmer auf jeden Fall. Da unten ist noch dunkler, aber draußen ist hell. Na gut. Hab ich jetzt da gerade einen Zug gehört? Ja, Tatsache. Oh komm, da will ich jetzt mal mitfahren. Go, 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 go. Können wir den noch übernehmen? Harter Job. Nee, jetzt kriegen wir wieder Ehre entzogen. Aber oh, das finde ich ja natürlich mega fett. Oh nein! Wie, du fährst jetzt los. Ah, du bist ein Arschloch. Das ist ja mal mega geil. Wir können hier auf dem Zug sein. Nicht so wie in GTA-Teilen, wo man einfach einsteigen kann und dann nichts mehr machen kann. Man kann machen. Man kann sich drauf bei bewegen. Schau mal, nice. Was ist, wenn ich den abschieße? Was passiert denn dann? Oder mit dem Lasso fesseln. Können wir gar nicht nehmen. Haben wir es gar nicht mehr? Komm, fahr runter. Was ist das jetzt? Du warst doch tot. Können wir den nicht selber übernehmen, den Zug? Nö, anscheinend nicht. Schade. Was ist mit den Passagieren? Passagieren. Ich muss keine Angst haben. Ich tue euch nichts. Oh, da können wir auf den Zug klettern. Oh, jetzt sind wir hier gerade aber auf einer Brücke, wa? Vielleicht mal springen, wenn wir darüber wollen.
Der fährt aber anscheinend bloß in eine Richtung, der Zug. Sag mal, wie weit sind wir denn gefahren jetzt schon? Oh, was machst du denn? Komm. Zauberei steht er auf einmal einfach hinter uns. So, ich glaube, wir müssen ja bloß den Gleis hinterher reiten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir schon gefahren sind. Und ihr bleibt jetzt nicht auf ewig stehen dazu, weil ich den Typen da getötet habe. Was sind da jetzt für ein blaues Zeichen? So. Was habe ich jetzt bekommen von dir? Geld. $3. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Dafür kann ich ja nicht mal meine 3 Kugeln finanzieren von. Na gut. Dann halt nicht. Wir sind schon ein ganz schönes Stück gefahren, also in der kurzen Zeit. So, jetzt haben wir das auch gesehen. Jetzt gehen wir mal wieder ein paar Aufträge machen. Nein, wir wollten jetzt mal die Läden durchqueren. Gucken, was wir da noch machen können. Closet. Wieso bist du Closet? Achso, hier ist der Laden. Was hast du? Kautabak. Für was? Für die Dead Eye. Ja, ich weiß immer noch nicht, was Dead Eye ist. Apfel. Stellt die Ausdauer deines Pferdes wieder her. Aha. Medizin. Kaufen wir mal. Sonst brauchen wir. 25 Tacken hat das jetzt kostet. Einmal Medizin. Gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich es dann doch sein lassen. Gehen wir nur hier rein, was der hat. Köder. Für was? Info. Lockt Tiere in näherer Umgebung an. Aha. Verdoppelt die Munitionskapazität von normalen und Tiergewehren. Winchester Repetiergewehr, mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Würde es noch zum Verkauf geben und doppelläufige Schrotflinte gibt es auch zum Verkauf. Brauchen wir jetzt aber nicht, haben wir sowieso kein Geld für. Nein, wir gehen jetzt mal zum M. Wo bist du, M? Mr. Sheriff. Wo bist du? Boah, ich muss mal hier die richtige Sitzposition finden, ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Gut. Gerechtigkeit in Pikes Basin. Mal gucken, was uns jetzt wieder erwartet mit dem Sheriff. Hallo. Hallo. Es ist Armadillo 731. Was ist es mit diesen Dingen? Hallo. Es ist eine neue Linie. Hallo. Hallo. Gott, ey, wie die Zeit vergeht. Schon wieder 39 Minuten aufgenommen. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Yeah, yeah. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! Marshall, I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now?
Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. Hübscher junger Mann. Again, auf jeden Fall. Will you help me? I will try. It'll be my pleasure. Steig auf dem Pferd. Das da ist mein Pferd.